fahren Beatrice Egli, 35, und Florian Silbereisen, 42, nun auch in den Hafen der Ehe? Zumindest im TV, die hübsche Schweizer Sängerin selbst heizte die Gerüchte an. Ausgerechnet in Barbara Schönebergers Podcast mit den Waffeln einer Frau ließ Beatrice ihren Gefühlen freien Lauf. Es ist an der Zeit, dass wir zusammen auf Schifffahrt gehen, erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Sie träumt vom Traumschiff, von Florian in seiner eleganten weißen Uniform und einer Reise auf der MS Amadea, wo die ZDF-Erfolgsserie gedreht wird. Packt sie jetzt die Koffer, um zu ihrem Florian an Bord zu kommen? Happy End auf dem Traumschiff? Die Fans wünschen sich ohnehin nur eines: ein Happy End, ein Jawort als Krönung ihrer Liebe, wenn auch nur vor der Kamera. Und gibt es etwas Romantischeres, als bei Wellenrauschen und traumhaften Sonnenuntergängen zu heiraten? Dass die beiden sich sehr, sehr mögen, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht. Sie kuschelten auf der Bühne, streichelten sich zärtlich vor laufenden Kameras und nutzten jede Möglichkeit zum Händchenhalten. Dann noch das vieldeutige Duett, das sie gemeinsam gesungen haben. Das wissen nur wir. Diese Zuneigung wäre doch auch für die Serie Das Traumschiff ein echter Jackpot. Auch die Reederei Phoenix Reisen würde sich über eine Hochzeit der beiden Stars an Bord des Traumschiffs freuen. Es kann sogar ganz schnell gehen, heimlich, still und leise. Unsere Gäste können spezielle Hochzeitsarrangements buchen. Diese Möglichkeit bestünde auch für Herrn Silbereisen, den wir ebenso als herzlich willkommenen Passagier begrüßen wie jeden unserer Gäste, schreibt die Pressestelle der Freizeitwoche. Wenn schon nicht im wahren Leben, dann doch wenigstens in den Rollen ihres Lebens. Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal.